Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ich werde heute einfach einmal die Welt von uns, unsere Let's Play Welt, noch einmal ein bisschen hier herumführen werde ich nochmal alle. Und zwar, wir sind nämlich bei den 100 Minecraft Parts angelangt. Ich stelle mich mal da oben drauf und ich habe mir gedacht, ja, Special, was kannst du da so machen? Und ich habe mir einfach gedacht, ich könnte eigentlich einfach mal zeigen, was wir denn so alles in diesen 100 Folgen, ja, was wir da einfach alles geschafft haben. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich schon an. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Ich denke mal, dass es nicht... Ich denke mal sogar, dass es eigentlich ganz schnell geht. Aber ich würde sagen, wir fangen mit unserem ersten Projekt an, was wir gebaut haben. Ich kann mir nämlich noch genau erinnern, wie wir, glaube ich, da drüben gespawnt sind hier. Haben wir zufällig den Kompass dabei? Autsch. Kompass, habe ich den Kompass dabei? Ach, machen wir es einfach so. So, hier der Kompass. Ach, wir sind voll gestopft. Ja. Ist natürlich blöd jetzt, ne? So. Und zwar... Achso, ich möchte bloß mit dem Kompass hier zeigen, wo wir gespawnt sind. Ich glaube hier irgendwo. Oder war das in der Wüste? Hier irgendwo. Hier genau, da haben wir das Ding gesehen. Und sind dann, glaube ich, nach da gelaufen. Hatten hier so einen Kreis gemacht und haben dann hier unser erstes kleines Häuschen gebaut. Ein bisschen pyramidenmäßig ist es hier so. Ein paar Schafen drin, wo wir noch die kleinen Schafe hatten. Also ein paar Schafe. So sieht das Ganze aus. Und wenn man reinkommt, dann ist es so. Auch wieder mit dem Pendly Texture Pack, weil ich das eigentlich ganz gerne mag. Hier war unser Arbeitsraum, wo wir noch auf jeden Fall noch alles noch neu machen müssen. Was ist da? Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mir da so überlegt, dass wir noch so Glowstones und so alles noch reinmachen. Das soll unser kleiner Arbeitsraum sein, Arbeitsplatz. Hier mit den ganzen Öfen sieht man ja. Und hier ist eine kleine Sicht nach draußen. Ich weiß noch, als wir angefangen zu bauen, hatten wir nur diesen Kasten hier. Und dann habe ich dann später noch diese Sachen hier dazu gebaut, dieses hier und da drüben und hier auch die Terrasse hier. Die habe ich auch dazu gebaut. Das weiß ich auch noch. Mit dem Gras hier, genau, mit dem Gras. Das weiß ich auch noch alles. Genau. Dann hier immer noch die Truhen, die hier noch alle rumstehen, die wir eigentlich alle mal noch umsortieren müssen. Hier mit dem kleinen Sitzraum, einer Werkbank und einer Kiste noch. Hier auch mit einem kleinen Treppenaufgang. Und hier, wo es noch ziemlich leer aussieht, wo jetzt hier bloß nur noch ein Bett in der Mitte steht. Vielleicht machen wir auch noch einen Dachboden rein, hätte ich mir vielleicht gerade, ist mir gerade so eingefallen. Einfach hier so, ja genau, hier einfach ein Ding machen. Also kein Ding, sondern so ein Dachboden, meine ich. Genau, hier so auch noch so ein kleiner Räumchen. Und hier kommen wir aufs Dach drauf. Wo man eine kleine Aussicht hat auf die Wüste und da drüben. Und nach, also hier, den Weg hier weiter lang, geht unser Baumhäuschen rein. Da waren wir auch lang nicht mehr. Da war, glaube ich, noch früher unser Bettchen drin. Genau, wo wir auch öfters immer die Folgen beenden hier. Draußen. So, gehen wir auch mal wieder runter. Genau, das war eigentlich unser erstes Projekt. Also nicht Projekt, sondern unser erstes. Das erste, was wir gebaut haben, so. Da unten war noch eine Höhle, genau. Könnte ich immer kurz ein bisschen reinfliegen. Oder reinlaufen.
der Schlucht, genau, das ist ja Jahre her. Hier waren wir, glaube ich, ganz lang nicht mehr drin. Oder war da überhaupt eine Schlucht? Ich glaube jetzt, oder? Boah, das ist ja schon richtig lang her. Boah, da erinnere ich mich gerade noch, wo ich dann noch so mit dem Chroma Hills Texture Pack gespielt habe, das weiß ich noch. Genau. Also das war unsere Höhle. Da haben wir die erste Kohle abgebaut in diesem kleinen Ding. Da sieht es auch so ein bisschen abgebaut aus. Und danach haben wir, glaube ich, dieses kleine Feldchen gebaut, wenn ich mich recht entsinne. Hier mit ein bisschen Weizen hier so. Und da drüben Zuckerrohr und Kürbisse. Genau, das haben wir eigentlich noch ganz klein halt so gebaut. Es ist halt nicht ein Riesenfeld und es reicht für uns. Für uns reicht's. Und da drüben, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Jetzt hängt es da irgendwie gerade so ein bisschen. Ich weiß aber nicht warum. Das finde ich blöd. Dann laufe ich mal ein bisschen. So. Hier haben wir ein paar Bäume noch gepflanzt, weil das so kahl war. Weil es da so kahl war. Ich gehe nun kurz mal die Pferde besuchen. Weil hier haben wir ein paar Pferde. Waren es nicht vorher drei? Nur? Ist eins dazugekommen? Ich weiß es nicht. Da drüben waren wir noch nie, kann es sein? Hier über den Berg. Da kann ich ja immer kurz hinfliegen. Wow. Warum hängt das Ding jetzt kurz? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da drüben ist auch wieder eine Wüste, das wusste ich nicht. Auf jeden Fall hier, ich denke mal, das haben wir so zwischen dem Feld, glaube ich, gebaut. Hier den kleinen Zaun ist jetzt kein richtiges Ding. Da wollte ich einfach nur die Pferde, dass die hier mal ein bisschen da bleiben. Habe ich die da ein bisschen eingezäunt. So. Und dann fliegen wir zu unserem nächsten Projekt. Jetzt wollte ich. Ah, ich wollte. Das habe ich ja gar nicht als erstes gebaut. Ja, als nächstes meine ich. Als nächstes haben wir dieses kleine Bauernhäuschen gebaut. Stimmt. Hier, wo noch kein Dach drin ist. Plus ein paar Hühner. Hier soll noch. Ja, Pferde oder so noch rein. Schafe, Kühe. Und dann da drüben auch noch Schweine, die wir auch noch nicht haben. Auch hier mit wieder so ein kleines Räumchen. Ich kann mal ganz gut schlafen gehen, damit es wieder hell ist am nächsten Tag. So. So. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass das so hängt. Das finde ich nicht gut. Und hier wollten wir noch diesen kleinen Geheimraum machen. Stimmt. Oder irgendwie sowas. Haben wir aber noch nicht gebaut. Also hier muss eigentlich noch ein Keller rein. Haben wir auch noch nicht gebaut. Machen wir dann auch irgendwann nochmal. Wir haben ja Zeit. Dann gab es da drüben. Warum hängt das Ding jetzt so? Das ist ja, finde ich, jetzt blöd. Hier war dann unsere kleine nächste Höhle, wo wir unsere ersten Diamanten gefunden haben. Jetzt ist es. Ich hab nur 12 Chunks eingestellt. Ich mach mal auf 11, vielleicht geht's dann besser. Hier war unsere kleine Höhle, wo wir nämlich unsere ersten Diamanten gesammelt haben. Hier mit unserem schönen Kerzenraum. Ja. Und hier einfach, ja, ich glaube, da fliege ich es nicht fangen. Hier mit unseren schönen Ausgangsschildern. Hier ist der Ausgang. Und weiter. Und so weiter und so fort. Ich kann nochmal schnell ganz bisschen hinfliegen. So. Ich glaube, da müssen wir nach rechts hier und dann nach links. Genau, hier haben wir unsere ersten Diamanten gefunden. Ich weiß aber gerade nicht mal, wo die waren. Waren die? Ich glaube hier. Die waren hier, da wo jetzt der Cobblestone ist. Da waren die, glaube ich. So, aber wir fliegen wieder nach draußen, weil gucken uns gleich das nächste Bauvorhaben an, was wir gebaut haben. Darunter müssen wir.
Ich hoffe mal, man hört die Tastatur und die Maus jetzt nicht, weil ich habe das jetzt ein bisschen umgeändert hier. Ich hoffe mal, man hört sie nicht. Also ich habe vorhin A Story About My Uncle aufgenommen. Also angefangen aufzunehmen. Als erste Mal, ich es aufgenommen habe. Und da hat man das Gamepad dann auch nicht gehört. Darum weiß ich nicht, wie es da ist. Genau. Als nächstes haben wir nämlich dann das, dieses hier gebaut. Dieses hier. Unsere kleine Bergbude. Hier, das da. Ist natürlich auch noch nicht fertig, ist ja ganz klar. Hier noch ganz kahl und leer, da kann man jetzt noch so hochfliegen, hallo. Ein paar Kisten drin, wo ich schon mal was abgelagert habe. Hier sind auch Werkbänke und Öfen einfach so in der Wand drin. Hier auch eine Tür zum Schönstehen, gucken, wie das aussieht. Und hier geht die Treppe nach oben. Zu dem, wo hier die, die ganze so Vorratslager reinkommen sollen. Und einen Stock weiter oben sind die schönen Villager. Die Zuschauer. Hier, Joy Silver. Joe Silver. Die möchte ich gerne mal Hallo sagen. Hallo. So, nicht ausbrechen, ne? Der Ausbrecher. Dann den Händler. Hallo. Guten Tag. Den noch kein Zuschauer hat. Kann sich irgendjemand noch bewerben oder sowas schreiben da. Da kann ich ja noch reingucken hier. Auch hier war einfach nur ein kleiner Ofen, Bett und hier seine Vorratslager, wo gar nichts drin ist, sehe ich gerade. Naja. So, lass mich raus. So. Und da drüben ist dann auch noch jemand. Hier ist noch niemand. Da steht bloß ein Bett drin. Warum steht da bloß ein Bett drin? Ich weiß nicht. Hier die Lindfeli. Eine Alchemistin. Hey, geh auf. So. Hey, guten Tag. Auch nur ein kleines Häuschen mit einem Bettchen drin. Also hier bei den Villagern hat sich noch nicht allzu viel getan. Da habe ich die Busche mal reingesetzt. Genau, unsere kleine Bergbude. Und das nächste Projekt und was auch das letzte Projekt war, was wir eigentlich ganz schnell gebaut haben, aber auch noch nicht fertig. Was ist eigentlich für eine Höhle? Waren wir da schon mal drin? Wartet mal. Waren wir da schon drin? Hallo? Ja, ich glaube, da waren wir schon drin. Da kommen wir jetzt beim Bauernhaus raus, gell? Jo. Okay, und hier auch hier das... Das finde ich ja richtig cool eigentlich. Diese Höhle da unter dem Berg. Das finde ich auch cool. Genau, das nächste Projekt war dann hier unser Baumhaus, wo der ein Zauberer drin wohnt. Wir wissen aber noch nicht, wie wir den nennen oder so. Aufstieg ist im Baum. Ich mache mal schnell die Tür noch zu. So. Der Aufstieg ist im Baum. Kann man hier nach oben gehen. Kommt dann hier raus. Müssen wir vielleicht noch alles ein bisschen umändern. Und, ja, man kommt hier zu seiner Wohnung. Ah, Bett hat er noch nicht. Das können wir machen. Und hier dann schön Aussicht mal auf die Wüste. Nicht auf eine andere Landschaft, sondern mal auf die Wüste. Genau. Und, ah, nee, da drüben ist ja noch was. Da drüben ist dann eine Treppe zu seiner Bibliothek, weil hier wollen wir dann den Verzauberungstisch reinbauen. Da kann man dann seine Sachen verzaubern. Und hier kann man die Treppe nach oben gehen. Und, sich alles angucken. Und das war's jetzt eigentlich schon, was ich alles gezeigt habe. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, habe ich nicht. Das da drüben habe ich, Feld habe ich, das habe ich, das hinten habe ich, das habe ich, das habe ich. Die Höhlen habe ich auch. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Special. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat. Aber ich denke mal so eine Viertelstunde oder so. Ein kleines Special einfach nur für die 100 Folgen. Einfach nur ein Let's Show. Also kein großes Special. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei jedem Zuschauer. Ja, auf jeden Fall
bei allen. Dankeschön. Danke Joe Silva, dass du immer meine Videos guckst oder sie gerne kommentierst. Mich freut es immer. Warum mache ich eigentlich die ganze Zeit so? Oder die anderen alle. Dankeschön. Und ich hoffe, es werden noch warte mal kurz. Ich hoffe, es wird noch viel weitere Let's Plays kommen. Jetzt, wie heißt denn eine Rakete nicht, oder? Warum ist es nicht bei Rakete? Feuerwerk oder nicht? Feuerstein. Feuerkugel, Feuerwerk, Stern, was ist das für ein Ding? Auf jeden Fall danke für euch alle. Das tue ich mal wieder weg. Tschüss. So, danke fürs Zusehen von euch allen. Danke, Joy Silver, alle anderen auch. Mich freut das immer sehr. Danke, dass ihr meine Videos guckt, damit ich weiter Videos gucken kann, weil mir es so viel Spaß macht. Ich hoffe, es werden noch richtig viele weitere Folgen kommen. Mein Kanal ist jetzt schon auch über 1,2 Jahre alt, etwa 1,3 vielleicht. Ich weiß es nicht. Danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Minecraft-Aufnahme. Bis dann und vielen Dank. Ciao.